am Stand der Ferretti Yacht Group hier mit einem total schönen Boot. Diesmal nicht grau-blau-metallic wie viele Boote hier von Riva, die wir gesehen haben, sondern in einem schicken Schwarz-Weiß. So sind ja fast alle Boote, es muss ja nicht immer grau sein. Was denkst du, wird es ähnlich schick sein wie das, was wir gerade gesehen haben von Riva? Bestimmt, vielleicht sogar noch einen Tacken schicker. Komm, wir gehen mal runter, gucken uns das mal an. Es ist ein Gleiter, Halbgleiter, all das lassen wir mal offen. Das könnt ihr in den technischen Daten nachschauen. Wir sind auch nicht die großen Bootsspezialisten, die wir hier haben, sondern wir sind eigentlich die, die euch mal den Innenraum zeigen wollen, euch das Ganze mal ein bisschen näher bringen möchten. Das Leben auf der See, im Hafen und so weiter, mit allen Annehmlichkeiten, die man sich in einem tollen Hotelzimmer eigentlich vorstellen kann, oder? Ja, auf jeden Fall. Ich glaube sogar noch besser als ein Hotelzimmer, oder? Ja, es sind vielleicht die Paten der Hotelzimmer, die dann das Ganze beschreiben. Und diese beiden Boote, die werden wir euch zeigen von Riva, gleich jeweils einzeln. Aber das in den Folgevideos. Hier erstmal Blick von der Seite. Jetzt kann man sich vorstellen, die sind auch natürlich auch optisch so angeordnet hier, dass man sich vorstellen kann, wie sie quasi über den Wellen gleiten, springen. Schön. Let's go! Ferretti Yachts. Wir gehen rein und schauen uns dieses tolle Boot mal an. Da sind diese typischen kleinen Spielzeuge, die man hat, um hier in den Wellen sich ziehen zu lassen. Wir müssen unbedingt, wenn wir hier nach Italien fahren, müssen wir nach Frankreich fahren, müssen wir unbedingt mal hier sowas mal ausprobieren, oder? Ja, gerne. Ich frage mich, wie, so hältst du dich dran fest, oder wie? Da hältst du dran fest. Es gibt auch noch andere, das ist jetzt wahrscheinlich ein Dummy, wie ich gerade hier sehe, aber da hält sich fest und dann ist hinten eine Turbine und da kommt das Wasser raus und dann kannst du, ja, wahrscheinlich je nachdem, wie du es hältst, kannst du steuern oder mit den Tasten, weiß ich jetzt nicht, aber... Aber drauf sitzen tust du nicht, wie auf einem Jetski? Nee, du wirst gezogen, das Ding ist unter dir quasi. Cool. Ich glaube, so Babys könnten auch drauf sitzen, wahrscheinlich. Sie gehen jetzt mal rein. Da ist sie, Ferretti Yachts, die 580, eine Weltpremiere. Die gibt es dann einmal als Hardtop-Version obendrauf und Standard-Version. Und auch hier stark umworben das Ganze. Das heißt also hier dauernd Personen sind da, die die ganze Zeit hier stehen und das natürlich betrachten wollten, die Weltpremiere Ferretti Yachts 580 World Premiere. Ganz anderes Design diesmal. Ich bin gespannt. Also nicht wie bei Riva, beschreib's mal. Also Riva war ja eben sehr, sehr stylisch, modisch, modern. Modern, kantig und ich glaube, hier geht es noch mal ein bisschen mehr in die gemütliche Richtung mit mehr Rundungen, mehr Polster. Und da Stauraum oder was ist da? Da war Stauraum, ja. Das kannst du machen. Also wir haben ja noch eine relativ kleine, schnittige, schnelle Yacht. Das siehst du hier und hier kannst du dich dann lümmeln in der Sonne. Bist unter einem geschützten großen Dach drunter. Also hier haben wir jetzt nicht irgendeine Markise oder sowas drunter, sondern das ist ein großes Sonnensegel mit dabei. Und wieder mal unser großer Tisch, ausklappbar. Der Maschinenraum hier, Zugang direkt hier drunter. Und auf der Seite dann der Aufgang zum Sonnendeck. Da gehen wir jetzt mal kurz hin, schauen uns mal das Vorschiff an, das Vordeck und auch das ist standesgemäß. Also es ist wirklich, es sieht aus wie ein richtiges Rennboot, oder? Auf jeden Fall. Guck mal, hier vorne die Scheibe, die ist sehr, sehr flach. Ist eine Riesenscheibe, ja. Wenn ich mal gerade vorstellst, dann filme ich das mal gerade, dass wir das zusammen mal gerade hinkriegen. Einfach mal hinsetzen. Setz dich ruhig mal hin und dann könnt ihr ungefähr mal so einen Überblick kriegen,
wie das Ganze gestylt und designt ist. Und auch hier gehe ich jetzt mal ganz ans Ende. Sehr vorsichtig, denn hier fällt man nicht ins Wasser. Und das ist Sandra auf ihrer neuen Yacht. Darf natürlich auch nicht fehlen. Das Ganze für 6 Liegeplätze. Insgesamt hat man hier dann nochmal entweder 6 Liegeplätze oder jede Menge Sitzplätze hier nochmal auf der Seite, dass also die Gartenparty auch losgehen kann. Ich weiß nicht, ob man das in der Kamera sieht, aber siehst du, wie schön der Stoff schimmert? Der schimmert so ein bisschen bläulich, ne? Das ist Spezialstoff, der keine Feuchtigkeit an den Kern ranlässt. Das hat mir mal beschrieben. Also hier läuft nichts rein, sondern das bleibt außen und soll natürlich auch ganz schnell trocknen. Gut. Andere Seite, sollen wir mal da lang gehen? Mal schauen, wo wir hier hinkommen. Hier oben hast du natürlich hier dieses Sportdeck, Flydeck und sehr schön finde ich immer hier die Anordnung. Guck mal hier, da ist noch so eine kleine Grafik. Da hat man wahrscheinlich, ich weiß nicht, ob die jetzt wirklich alle nebeneinander standen, aber du bist ja Photoshop-Spezialist, ja. Sowas kann man machen. Also vom ganz kleinen Bötchen bis hin zum Riesenboot rechts oben bieten die alles. Ob die auch wirklich so gefahren sind oder ob das eine Montage ist? Oh, ich könnt wetten, weil sie es können, haben sie es so gemacht und gerade noch ein Video gemacht dabei. Komm, wir gehen mal auf der Seite rum. Aber hier, ich bin echt gespannt hier auf Riva. Das wird sehr spannend werden. Und denn diese Klassiker hier, und ihr könnt es schon hier erkennen, in Mint und hellem Weiß, die sind absolut begehrt und absolute Design-Ikonen hier. Sandra, ich komme mal zu dir. Da oben und mal schauen, ist hier ein Grill drin? Nee, kein Grill. Das haben wir übrigens gar nicht so schnell gefunden immer, diese Grills und so, das war gar nicht so im Vordergrund jetzt in dem Fall, gell? Das war alles ein bisschen dezenter. Grillen die Italiener nicht? Keine Ahnung, es gab auf jeden Fall Kühlschränke und Getränkehalter. Vielleicht trinken die Italiener mehr. vielleicht haben wir es auch einfach nicht entdeckt. Das kann ja sein, dass wir es nicht gesehen haben. Und hier drin, ja, da siehst du sehr schön die Küche mal wieder. Ganz anderes Design, hell und so mitteldunkles Holz. Hier drin mit Siemens Elektrogeräten hier mit eingebaut und Induktionen. Und Kombigeräten hier unten, eine Spülmaschine. Zieh die mal ganz kurz raus, die Spülmaschine, dass man das unten mal sehen hier. Der Seite, da ist eine Schubladenspülmaschine. Mal öffnen. Und da kannst du bis zu, ich glaube, 6 Maßgedecke reinbringen. Da oben die Schränke, auch hier wieder mal alles mit Plexiglas dran. Ja, damit nichts wegrutscht oder klappert. Klein, aber fein. Bleib mal hier stehen. Ich filme dich mal ganz kurz, dass wir das mal sehen. In deiner neuen Küche von Ferretti Yacht. Und was ich auch gut finde, ist no photos or videos allowed. Ja, uns hat man die Genehmigung gegeben, hat gesagt, das müsst ihr unbedingt filmen. Ja, die neue Weltpremiere. Genau, wir dürfen. Wir dürfen für euch. Please do not sit. Auch das darfst du, wenn du ganz vorsichtig bist, gleich mal genießen. Was ist hier hinter? Ein Schrank oder? Ein Kühlschrank. Ist auch ein Schrank. So. Kühlschrank und Gefrierfach. Auch nochmal von welcher Marke? Vitrifrigo? Aus Italien natürlich, ja. Kannst du mal schauen. Da ist es, also macht sehr kalt, ist sehr leicht. Und dann hast du hier natürlich hier den Zugriff hier zu diesem großen Raum, der sich dann öffnet für dich. Und Sandra, du musst mir einen ganz kleinen Gefallen machen. Wenn du hier noch mal kurz anhebst, ja, wir müssen mal die Spüle noch mal schauen. Denn da müssen wir noch mal drunter schauen, denn wir haben eine schwarze Designspüle hier drin und gehen jetzt noch mal hier hoch. Da war die Sitzgruppe mit drin an der Seite und hier auf der rechten Seite, ja, da noch mal eine ganz große Couch gegenüber, vis-à-vis kannst du sitzen und hast dann die Möglichkeit, mit deinen Menschen, deinen Geliebten, dieses
wunderschöne Schiff zu erfahren. Aber auch hier, guck mal hier, die Captain Chair. Ja, die sehen aus wie, ich kann es gar nicht beschreiben, wie so ein Lounge-Sessel, ne? Oder? Ein Lounge-Sessel? Mhm. Oh, und guck dir mal das Lenkrad an. Das ist ja schick. Schön minimalistisch, aber echt. Ich glaube, es heißt irgendwie Steuerrad. Aber ich bin. Steuerrad, Entschuldigung. Auch das könnte falsch sein. Aber bitte verurteilt uns nicht, weil wir keine Ahnung vom Boden haben. Es geht um Design, es geht um Wohnlichkeit, es geht gar nicht darum, wie schnell ist das Ding jetzt, sondern wir wollen euch mal zeigen, das ist italienisches Design vom Feinsten. Ich krieg mich gar nicht mehr ein, wie schön das hier gefertigt ist, hier mit dem Leder und den Stoffen. Wow. Guck mal, wie schön da die Bildschirme hier eingefasst sind, nochmal extra Stoff. Schön. Wirkt so ein bisschen retro, aber echt schick. So, das haben wir schon gelernt. Gegenüber hast du dann immer wieder den schönsten Platz auf der ganzen Yacht. Das heißt, wenn du hier stehst und Sandra uns dann in deinen nächsten Wunschhafen steuert, dann haben wir hier richtig viel Spaß. Das ist uns. Stauraum hier unten. Hast du gesehen, unter der Treppe? Das da ist, das Schiff wird gerade erklärt hier auf der Seite. Wenn du mal gerade hier mal anhebst, bitte. Da scheint mal was drunter zu sein. Wahrscheinlich ein bisschen Technik oder Stauraum. Stauraum in dem Fall. Und guck mal, hier ist so eine Glasscheibe, wo du runtergucken kannst. Schau mal da. Könnte auch ein Notausstieg sein. Und so, wir gehen mal ganz durch. Wir ergreifen mal die Gunst der Stunde und gehen mal ganz nach hinten durch. Guten Tag. Hallo. Ich würde da rein. Ist das schön? Ah, das hat was. Nein. Was ist es für eine Länge hier? Was haben wir hier? 58er. Und dieser Raum, wie haben die das hinbekommen auf mehreren Etagen? Altes Know-how. Ungefähr der Preis, wie liegen wir hier? Ungefähr bei, so wie sie hier steht, mit Vollausstattung, ungefähr 2. 2 Millionen. Es geht ja noch. Also ich dachte eher, wir sind hier in der 3,5-Klasse oder so. Nein, wir sind wirklich hier in einer sehr guten Klasse und vor allem im Schiff, wo das Preis-Leistungs-Verhältnis genau auf den Punkt getroffen ist. Dankeschön. So, 2 Millionen natürlich ohne Mehrwertsteuer, ohne Transportkosten und man kann auch eine Werksabholung machen. Aber er hat zu mir gesagt, geht erstmal runter und er hatte recht. So groß wie mein Hotelzimmer ungefähr. Ja, wir haben dir ja auch ein großes Hotelzimmer besorgt diesmal. Das hast du selber gebucht, oder? Boah, was krass ist, warte, ich mach mal gerade die Tür zu hier, dass man mal einfach mal hört, wie leise es denn wird. Und Feierabend. Hast du gemerkt? Ja. Da sind wir drin. Hallo. Und Sandra. Der Ausblick zur rechten Seite, schau mal ganz kurz rein. Großes Fenster hier mit drin, die eigene Kabine drin und die Owner's Cabin mit einem Sofa, jede Menge Stauraum. Auch hier überall organische Formen hier mit drin. Also keine harten Kanten, irgendwas, alles eingefasst. Guck mal da, hier oben, hast du schon gesehen? Da hast du deinen eigenen Raum mit einem kleinen Hocker. Schau mal hier unten. Kleiner Hocker mit dabei. Der Schrank ist auch nochmal in so Stoff eingefasst. Also eine. Wow, guck mal. Da hast du Platz. Großer Spiegel an der Seite, kannst du dich anschauen. Aber ich liebe diesen kleinen Tisch hier. Da kannst du dich wahrscheinlich wieder schminken. Da ist ein Schminkspiegel mit eingebaut. Und den kannst du wahrscheinlich noch verstellen. Also ist ja. Hier eine Weltpremiere, die wir hier sehen. Und das Badezimmer, hier guck mal auf der Seite. Auch das ist dann im gleichen Design. Das ist echt sehr gemütlich. Das ist mal was anderes. Die anderen waren eher so kühl, modern. Und das ist modern, aber warm, ne? Durch die Holz. Wie die das geschafft haben, jeden Zentimeter hier zu nutzen. Weil von außen wirst du ja nicht erkennen, dass hier die Dusche ist. Marmor? Marmor? Optik.
Es ist wahrscheinlich kein Marmor. Es geht nur um dieses leicht Pflegen. Also es könnte Feinsteinzeug sein, es könnte Kunststoff sein, was auch immer. Aber du willst ja kein offenporiges Material haben, was du dann auch noch pflegen musst und behandeln musst und so weiter. Wo sind die Duscharmaturen? Hier. Hier, die sind da drüben. Auch schön schick schwarz. Genau, wenn du gerade mal zurückhängst, dann filme ich sie mir gerade. Ich muss mich hier ein bisschen verrenken. Hier ist auch noch Regendusche. Aber Platz hast du hier, oder? Ja, auf jeden Fall. Du bist 1,75. Mhm. Dann die Toilette, die ist diesmal im Raum drin. Gut, damit könnte ich dann leben. Fensterchen kann man auch aufmachen, aber da ist noch ein Schrank drin hinten. Genau, hier ist noch ein Schrank. Und da sind auch noch Schränke. Sehr schick. Und das Waschbecken, wie man es im Hotel findet, natürlich mit Seifenspender. Das ist aber auch eine interessante Armatur, oder? Mhm. Das ist so eine Kombi-Armatur. Ich glaube, wenn du die rauf und runter machst, da kannst du wahrscheinlich entweder auf und zu machen und da kannst du wahrscheinlich die Temperatur einstellen. Aber interessant, habe ich auch noch nicht gesehen. Du, die Italiener haben das ja erfunden, glaube ich, Mischarmaturen. Wo wir noch für kalt und warm jeweils einen eigenen Hahn hatten, hatten die Italiener schon eine Mischarmatur. Glaube ich. So. Wer hat es erfunden, die Italiener? Wer hat es erfunden? Die Italiener. So. Dann ja, muss ich mich ja einmal hier reinsetzen. Diese Spiegel auch ganz leicht eloxiert. Und hier, Sandra, ein verspiegelter Fernseher. Siehst du den? Das ist ein Fernseher dahinter. Echt? Ja, echt. 100%. Das ist hier an der Stelle ist ein Fernseher dahinter. Und das ist eine Einheit, du kannst nicht erkennen, dass hier ein Fernseher irgendwie dahinter ist. Es ist ein bisschen heller. Noch gar nicht, wie man das aufkriegt. Wahrscheinlich mit irgendeinem Knöpfchen, oder? Hier oben, oder was? Ja, wahrscheinlich drückst du drauf, ein Pushlock könnte es sein. Oh, ich traue mich gar nicht. Du kannst aber mal, wenn du einfach mal drauf drückst, kann ich nicht so viel passieren. Nee, oben drüber. Vielleicht mal an der Seite. Ja, sonst lassen wir es einfach mal zu. Vielleicht ist es ja gar nicht zum Öffnen. So, schwarz matt, die Inneneinrichtung. Und überall versteckt natürlich die Soundsysteme in exakt der Farbe wie die Decke oder plus minus. Aber hier unten, das müssen wir mal ausprobieren. Das hier müsste ein Schrank sein. Ich tippe mal auf Pushlock. Also wenn du mal hier in der Mitte einfach mal drückst. Ja. Aha. So, ja. Und da kommst raus. Und da hast du denn noch Fusion, ein Soundsystem mit eingebaut. Bisschen Platz. Eine Ablage hier auf der Seite. Jede Menge Schränke. Schubladen. Was ich immer ein bisschen vermisst habe, ist der riesen Schuhschrank. Den habe ich noch nicht entdeckt. Dafür hast du andere riesige Schuhe. Guck mal, die Schuhe kannst du zum Beispiel hier reinmachen, oder? Geht das auf? Nee. Verdammt. Fehl. Und jetzt? Aber da vielleicht. Nee. Gibt es hier keinen Stoff unterm Bett? Nee. Würde ich sofort reklamieren, Sandra. Würde ich sagen, hier. Aber guck mal, die Verschachtelung hier. Also alles ist so, dass du maximalen Platz hier drin hast und Stehhöhe. Ich bin 1,83, stehe jetzt hier oben drauf und kann hier aufrecht einfach gehen. Jetzt wird ja vielen Italienern nachgesagt, die sind ein bisschen kleiner, aber hier können auch wirklich auch 2 Meter Leute können hier drin wandern. Ja, ich bin 1,75, kann mich fast komplett ausstrecken. Wow. Leg dich mal bitte da drauf. Das war einfach mal... Darf sich einfach mal. Ich brauche mal hier ein kleines Startbild. Sandra, du bist mein beliebtestes Fotomotiv, denn du musst nämlich, wenn du zurückkommst, daraus unbedingt einen Katalog basteln. Wir müssen das machen, wirklich. Also das ist, wir bauen ja aus unseren Videos tolle Kataloge, dass man sehen kann, was einem im Video erwartet. Und da möchte ich ganz viele Bilder mit dir haben, Sandra, innen, außen, oben, unten. Damit es ist auch eine tolle Erinnerung, oder? Ja, da muss ich mich ja die ganze Zeit selbst sehen. Es gibt Schlimmeres, denke ich mir. Was ist das hier? Was ist da drin? Auch nochmal Stauraum. Schublade, aber eher eine schmale Schublade. Mhm. Ja, für vielleicht für Schmuck, Uhren oder sowas. Guck mal, der große Spiegel, wenn du rausgehst, dann kannst du dich dann selbst nochmal... Also nicht, dass hier keine Spiegel drin wären, ja. Überall hast du Spiegel, dann hast du hier so Leselampen. Auch die sind so eloxiert. Ah, hier gehen die ganzen Lichter aus. Und da hast du Touch. Touch? Ah, stimmt. Einfach anfassen.
So, und hier dann nochmal den Schrank auf der Seite. Sandra, komm, wir gehen mal in die anderen Kabinen rein. Die haben wir ja noch nicht besichtigt. Die Türgriffe diesmal hier, ist übrigens der Notausgang. Also oben hast du nochmal Licht. Ah, genau, das war das, was, das war das, was wir gesehen hatten. Das kannst du natürlich nochmal verdunkeln. So, die Master Cabin, die geben wir jetzt mal frei. Und das hier, Sandra, das ist sehenswert. Wenn du mal diesen Schrank mal öffnest auf der linken Seite, alles ist hier verspiegelt. Ja. Da ist die Waschmaschine mit Trockner und auch nochmal Schränke drin. Ich konnte es immer gut erkennen, dass da die Waschmaschine ist, weil oft ist eine Lüftungsöffnung drin. Jetzt nicht. Scheint auch so zu gehen. Und hier überall hast du nochmal Öffnungen für die Klimaanlagenausströmer. Aber lass uns mal ganz durchgehen. Da ist wahrscheinlich die Toilette und das Badezimmer. Und da ist das die VIP-Cabin. Wirkt auf jeden Fall sehr, sehr gemütlich. Bisschen kleiner. Guck mal hier, wie das hier eingefasst ist hinten. Das ist nochmal eine runde Form hier hinten. Dann steigst du auf in das Queensbett und hast hier diesen Stoff. Und da bist du drin. Wenn du mal gerade die Tür zumachst, ich will mal gerade sehen, wie genau das hier durchgeht. Ja, hier sind noch Auflagen drauf. Mach mal zu. Schrank. Auch wieder maßig Platz. Also ich glaube, für deine Schuhe würdest du hier ein bisschen Platz finden. Du hast ja eh nur Yachtschuhe hier drauf. Also deine... Keine, ne? Hier. Deine Louboutins, die hättest du dann wahrscheinlich hier gar nicht dabei. Gar nicht tragen, dann machst du doch den Boden kaputt. So, geh mal ins Bad. Eigener Zugang. Öffnet nach innen. Auch hier wieder natürlich das gleiche Design. Schwarze Elemente, Armaturen. Mit dunklem Holz. Sehr schön. Mach mal gerade die Tür mal bitte auf hier. Diese da. Und dann kannst du mal rausgehen, weil es wird jetzt ein bisschen eng zum Filmen. Also hier ist nochmal die VIP-Cabin. Und dann geht man hier durch diese Tür und kommt dann in das Badezimmer hinein. Das Ganze nochmal mit Profilzylindern drin. Das kannst du also richtig abschließen, sodass du deine eigene Cabin, wenn du die zumachen kannst, mit Sicherheitsschloss hier zuschließen kannst. Und dann dein Waschbecken, Rundwaschbecken hier auf der Seite. Und nette kleine Details, wie diese Schublade, die hier eingearbeitet ist. Und die Dusche. Bitte mal in die Dusche reingehen. Jetzt bin ich nämlich ganz drin. Und auch noch mal eine kleine Sitzmöglichkeit. So eine kleine Kante, da kannst du dich auch draufsetzen. Regendusche. Hier noch eine Ablage für Duschzeichen und so. Und natürlich wieder die Handbrause. So, mit was duscht man denn hier standesgemäß, wenn du dich mal umdrehst dann, und das mir mal in die Kamera zeigst? Natürlich mit Rossano Ferretti. Conditioner und Conditioner. Man duscht mit Conditioner. So, hier die Toilette. So, reinschauen. Cool. So, und linker Hand dann nochmal zwei Plätze. Zwei Längsbetten, Spiegel zur Erweiterung des Raumes. Und ein großer Kleiderschrank. Mhm. Also ich vermute mal, dass man sich das Badezimmer teilt. Hier mit den anderen Leuten. Hier ist ja kein Badezimmer jetzt drin. Aber ich denke, das ist dem Platz so ein bisschen geschuldet. Bei gerade mal 2 Millionen Euro hier ein Schnäppchen. Nehme ich doch gleich zwei. So, let's go. Ja, wir gehen hoch. Wir sind hier durch. Die Treppe übrigens, wenn du mal gerade so lieb bist, die mal gerade hochhebst. Hier ist, glaube ich, Stauraum drunter für mich. Dann kann ich da einmal reinfilmen. So, und da ist eine Treppe, die kann man anheben. Und da ist nochmal großer Stauraum. Das ist ganz lieb von dir.
Boah, viel Stauraum. Ist auch fast ein Geheimfach, oder? Ja, genau. Dankeschön, vielen Dank. So, dann gehen wir raus, dann könnt ihr das Schiff erkunden. Aber es ist wunderschön, oder? Die Holzkombination mit dem Dunklen, ich finde es richtig toll. Dankeschön. So, wir gehen raus, releasen dieses tolle Schiff und alles haben wir euch gezeigt. Das Einzige, was noch fehlt, ist natürlich das Flydeck oder Sportsdeck. Und da gehen wir jetzt mal hoch. Sandra geht vor, ich komme hinterher. Boot Nummer, weiß ich nicht, 25, wo ich noch nicht runtergesegelt bin. Wenn man langsam geht, Sandra, und beide Hände voll hat, ist die Gefahr nicht so groß, dass man verunglückt. Wow. Also du bist hier komplett frei. Ist natürlich, wenn jetzt hier mal richtig Sonne scheint, bräuchtest du Beschattung. Und es gibt eine gute Nachricht. Es gibt das Gleiche noch mit dem Dach drüber. Echt? Ja. Nee, also das gibt es. Das ist jetzt hier nicht montiert. Aber ich filme dich mal gerade, wie du gerade spielerisch dein Steuerrad. Wie das Steuerrad sich bewegt, das ist so schön. So, du hast so einen leichten Widerstand, aber trotzdem geht's einfach und ist oh, herrlich. So, also vielleicht kurzer Hinweis, wir sind nicht vom öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Ihr bezahlt auch keine Gebühren dafür. Nicht, dass ihr Angst bekommt und sagt, jetzt zahlen wir auch noch Gebühren dafür, dass ihr irgendwelche Anekdoten erzählt über die Leichtigkeit von Steuerrädern. Ja, was sind die kleinen Details, ne? Die man zu schätzen weiß bei sowas. Und ich finde es auch echt, also ich muss sagen, die Musik, die hier läuft, passt einfach eins zu eins zu dem Feeling, dass das Boot ausstrahlt, oder? Keine Hektik, oder? Also alles smooth, alles smooth Jazz. Mhm. Die Gitarren-Jazz, der hier gespielt wird. Und dann bist du hier, trinkst vielleicht ein bisschen Proseccochen oder auch gar nichts. Man muss auch gar nichts trinken hier, um das zu genießen, oder? Nee, ich genieße das jetzt auch schon so. Also noch schöner wäre es natürlich auf dem Wasser, Sonne, aber so ist es schon ein schönes Gefühl. Das haben wir uns gefilmt, Princess, die komplette Serie. Dann haben wir Sunseeker gefilmt, dort drüben jedes Boot von Sunseeker. Sarina haben wir schon gefilmt. Und jetzt sind wir am Stand von Ferretti Yachts. Und auch hier wieder was ganz anderes. Viele Stauräume und diesmal endlich mal unseren Schwenker. Ja, vielleicht unser Grill? Nein, die Italiener grillen nicht. Der ist jetzt nicht verbaut, aber da könnte er natürlich sein. Da könnte er sein, ja. Außerdem kann man auch einen Gasgrill einfach hinstellen. Das würde auch gehen. Es gibt ja auch Kartuschengrills, die du machen kannst. Nimmst du deinen Campingkocher mit? Es ist ja, ich glaube hier, dass das Boot vielleicht noch gar nicht verkauft ist, das Schiff. Und du dann bestimmen kannst, was du noch gerne hättest. Ein Icemaker oder ein Kühlfach? Kühlschränke. Und hier auch nochmal viel Stauraum, das geht bis ganz nach unten. Wie, bis ganz nach unten? Bis am Boden vom Schiff, oder? Ah, zur Seite. Okay. Bitte leg dich ja mal vorne hin, dass wir einfach mal dieses Feeling ein bisschen dargestellt bekommen, wenn Sander Capella quasi da ihren Drehtag, ist harte Arbeit, oder Sandra? Ja. Weil du sagst ja immer, das ist schon harte Arbeit, wenn man hier rumläuft, den ganzen Tag filmt, aber wir müssen das ja euch auch so rüberbringen, dass ihr euch vorstellen könnt, und wenn ich mich da jetzt räkeln würde, da würden alle abschalten, keiner würde mehr abonnieren, wenn ich meinen Bauch da rausstrecken würde. Und bei Sandra ist ein bisschen besser. Du bist Mediengestalterin, Print Digital bei der Medien Saarland GmbH. Hilfst uns heute. Ich habe dich gefragt, lass uns auf die Boot fahren, Yachten drehen. Da hast du lange überlegt, oder? Nee, ich habe direkt gesagt, ja, ich will. Ja, ich will. Und das werden wir euch gleich zeigen von Riva, die absoluten Klassiker. Sportboote mit einem unglaublichen Design, einem Design, was es so oder so ähnlich schon seit Dutzenden von Jahren gibt und hier wieder mal komplett neu erfunden wurde. Danke fürs Einschalten, hier ist German Television. Bitte checkt
ob ihr den Abo-Knopf gedrückt habt. Ihr könnt uns einen riesen Gefallen tun, indem ihr auf Abonnieren klickt, auch wenn ihr alle Videos von uns sowieso immer angezeigt bekommt. Trotzdem ist Abonnieren ganz wichtig und wir haben leider nur 3% Abonnenten. Also jeder Spielekanal auf YouTube, ja, der von irgendwelchen Kids geguckt wird, hat irgendwie 50% Abonnenten. Aber wir haben nur 300.000 bei 9 Millionen Zuschauern. Das kann nicht so weitergehen. Genau, deswegen abonnieren. Abonniert German Television, damit wir auch ein paar mehr Abonnenten kriegen. Sonst sieht das ja so aus, nur 300.000, das kann ja nichts sein, oder? Nee, es muss auf jeden Fall mal 1 Million werden, mindestens, ne? Ja, genau. Und es kostet euch ja nichts. So viel, wie das Schiff hier kostet. 2 Millionen. Genau. Tschüss, danke.